Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Heute mal wieder über den Korg Kronos. Ich habe schon mal ein ähnliches Video gemacht, möchte heute aber noch mal etwas genauer drauf eingehen. Das Video ist schon ein bisschen älter und die Qualität auch nicht so hervorragend. Und vielleicht habe ich auch noch ein, zwei neue Dinge, die ich euch mitgeben kann. Also, wenn ihr das Video schon gesehen habt, es lohnt sich trotzdem noch mal reinzuschauen. Wir befinden uns jetzt hier im Combination Mode und haben hier unten einmal den Reiter IFX und MFX, TFX. Die IFX, das sind die Insert-Effekte. Hier können wir jedem Sound ein oder mehrere unterschiedliche Effekte zuweisen oder auch einem Sound die gleichen Effekte. Wie das im Detail geht, zeige ich gleich nochmal. Wir befinden uns hier auf Routing 1. Das ist wichtig. Wenn wir uns jetzt hier in Insert-Effekt reinbegeben, sehen wir hier nochmal die 12 Insert-Effekte und sehen hier hinten nochmal zwei Regler, die Send 1 und Send 2 heißen. Die gehen hier auf den MFX 1 und MFX 2. Das ist wichtig zu wissen, denn das sind globale Effekte. Wir können jetzt also hier zum Beispiel ein Reverb auswählen und können dann jedem, ich gehe nochmal hier rüber, und können dann jedem Effekt, der rausgeht, noch einen Anteil dieses oder dieses globalen Effektes zuweisen. Dazu haben wir auch einmal zwei unterschiedliche Routing-Möglichkeiten, so wie es jetzt ist. Hier geht jeder Effekt einzeln in den Return rein. Wir können aber auch diesen Weg noch einschalten. Dann läuft der MFX durch den MFX 2 durch. Und dabei können wir hier oben rechts nochmal die Richtung ändern, dass der MFX 2 durch den MFX 1 läuft. Dann haben wir noch TFX-Effekte, zwei Stück. Die sind immer hinter dem Ausgangssignal. Also die können wir nicht zuweisen, sondern das ist ein allgemeines Signal. Da kann man einen Kompressor hinlegen beispielsweise, wenn man den Gesamtsound etwas komprimieren möchte. Oder man kann auch einen allgemeinen Hall da drauf machen. Das kommt immer ganz drauf an, wie man arbeitet. Die Frage, die häufig auftaucht, ist natürlich, wie kriege ich aus dem Programm meine Effekte rüber in die Kombi, dass der Sound so klingt wie im Programm. Wir gehen jetzt mal in ein Programm rein. Hier sehen wir zum Beispiel das German Grant. Das hat tatsächlicherweise keine extra Effekte, sondern die Engine hat alle Effekte drin, die man für gewöhnlich braucht. Wir nehmen jetzt also mal einen anderen Sound. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal ein Piano-Sound, welches Effekte besitzt. Hier sehen wir, jetzt bin ich auf IFX, dass dieser Sound drei Insert-Effekte hat und auch MFX-Effekte. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich in einer Kombi bin, habe ich mehrere Einzelprogramme. Und wenn jetzt alle Einzelprogramme hier unterschiedliche MFX- oder gar TFX-Effekte haben, werde ich es natürlich niemals schaffen, dass die Programs in der Kombi genauso klingen wie als Programm einzeln. Wir haben tatsächlich Sounds, da sind überhaupt keine Insert-Effekte im Programm bei, sondern nur Master-Effekte oder diese globalen Effekte. Das ist natürlich aus meiner Perspektive ganz, ganz schlecht programmiert, gerade für Leute, die sich nicht so damit auskennen, die möchten, dass es genauso klingt und verstehen überhaupt nicht, was dann da passiert. Denn wenn wir uns jetzt wieder hier in der Kombi befinden, haben wir über IFX, ich mache das immer über das Routing als erstes, nee, machen wir anders, wir nehmen eine leere Kombi mal. Ich nehme hier meine Vorlagenkombi, hier sehen wir, hier ist noch nichts. Okay, da ist doch was drin, da sollte nichts drin sein. Das lösche ich eben raus. Da klicke ich hier drauf, auf Cut. Hier ist auch noch einer drauf, den cutte ich auch mal eben raus. Und fertig, so. Leere Kombi. Ich würde jetzt hier einfach mal einen Sound nehmen. Wir können den da ja lassen, hier ist Set So Slow, das ist ein Pad. Sehen, der liegt auf IA84. Gehen jetzt hier oben drauf, dann auf Copy from Program. Und dann suche ich mir hier das Programm raus, in dem sich die Effekte befinden und kann jetzt hier diverse Sachen auswählen. Ich kann hier auswählen, dass er alle IFX übernimmt, dass er alle die übernimmt, die nur benutzt werden. Das ist ein Unterschied. MFX, TFX mit Karma with Drum Track. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich hier das komplette Programm übernehmen wollte. Das mache ich jetzt nicht. Kann man aber auch machen, dann kann man sich den Umweg über IFX sparen.
Also wir gehen jetzt hier auf IFX drauf, klicken jetzt hier oben auf Copy Insert Effekt, wählen dann nochmal den aus. Jetzt kann ich hier wieder auswählen All oder All Used und dann wohin ich den kopiere. Wenn ich All mache, werden alle Effekte kopiert, auch wenn sie nicht benutzt werden. Deswegen mache ich immer All Used, kopiere dann hier auf den ersten freien Platz. Beim ersten ist es natürlich IFX 1. Ich klicke da jetzt mal drauf und dann sehen wir, dass da 3 sind. TFX sind keine dabei. Gehen nochmal hier ins Programm rein und schauen mal, was da vorher gewesen ist. So, da sehen wir 3 Effekte. Und hier sehen wir auch den MFX. Der ist jetzt nicht genommen worden. Also es werden nur die Insert-Effekte kopiert. Jetzt gehen wir wieder hier hin. Jetzt sehen wir, hier sind diese 3 Effekte. Die sind im Sound aber noch nicht zugeordnet. Ich kann hier unten draufklicken, das Ganze über L und R rausschicken. Das heißt, es wird nur über links-rechts rausgeschickt, ohne dass ich einen Effekt benutze. Und dann kann ich hier auch auswählen, auf welchem Effekt ich das Ganze raussende. Jetzt sendet er es hier auf IFX 1. Der ist mit dem 2er verbunden. Der 3er wird aktuell, der ist zwar drin, wurde aber in dem Programm, wenn mich nicht alles täuscht, vom Drum Track benutzt. Das heißt, den brauche ich eigentlich gar nicht. Ich könnte jetzt aber auch, wenn ich zum Beispiel nur den zweiten Insert nutzen wollte, könnte ich auch hier einfach auf IFX 2 gehen. Macht jetzt in dem Fall natürlich keinen Sinn, aber es könnte ja auch sein, dass ich zum Beispiel hier mit dem Sound beide nehmen möchte und mit dem zweiten Timbre einfach nur den zweiten Effekt auch mit benutzen möchte. Das heißt, ich habe hier schon mit 2 Timbres und 2 Effekten die Möglichkeit, unterschiedliche Effektketten aufzubauen. So, gehen wir mal weiter. Nochmal auf Insert-Effekt hier, damit man das gut sieht. Da ist der Stereo-Limiter drin, den schmeißen wir jetzt mal wieder raus. So, hier habe ich auch die Möglichkeit, Effekte miteinander zu verbinden, wenn ich das möchte, also mehrere Inserts in Reihe zu schalten. Jetzt sehen wir auch hier, dass natürlich nur bei dem letzten Effekt, wenn ich in Reihe bin, hier die beiden Send-Optionen bestehen. So, was machen wir jetzt weiter? Wir nehmen jetzt hier nochmal einen Sound. Nehmen wir ein Streicherensemble hier, IC12 beispielsweise, ist jetzt da drauf. Und das kann ich jetzt auch hier machen, den Effekt kopieren, aber ich mache das sinnvollerweise hier, weil ich den ja auch gleich zuweisen muss. IC12, Symphonik. Ich kann natürlich auch jeden anderen Effekt nehmen, wenn ich das möchte. So, wieder All Used. Jetzt sehen wir hier schon, dass er hier automatisch auf IFX 3 geht, weil die natürlich noch frei sind. So, den habe ich jetzt auf 2, möchte ich natürlich nicht. Ich schicke den jetzt auf 3. Gute Sache. So, was passiert jetzt, wenn wir beispielsweise ein Timbre 4 noch, Entschuldigung, ein Timbre 4 noch benutzen? Wir nehmen jetzt einfach mal eine E-Gitarre. Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wo wir da sind. ID36. Gehen jetzt auf Copy Insert wieder. ID36. So. Und jetzt machen wir mal All und gucken mal, was passiert. Jetzt hat er alles überschrieben. Das ist natürlich super für mich, weil alles weg. Gucken wir, was hier drin gewesen ist. ID36. Sehen wir, ist auch nur ein Effekt gewesen. Aber hier wieder der MFX. Der ist natürlich super, super wichtig für den Sound wahrscheinlich. Und wir haben All gemacht. Hat er auch nicht übernommen. Warum? Weil ja auch hier Copy-Insert-Effekte steht. Wenn wir jetzt die MFX-TFX-Effekte nehmen wollten, könnten wir hier draufklicken und könnten dann hier Copy-MFX-TFX auswählen. Dann würde aus dem Programm der MFX-TFX übernommen werden. Ist aber, wie gesagt, absolut nicht sinnvoll, weil der sonst auf alle wirkt. Man kann es natürlich auch nur auf einen wirken lassen, indem man hier einfach die ganzen Sends runterdreht, aber so richtig hilfreich ist das nicht. Die Frage ist auch, muss der Sound wirklich so klingen oder kriege ich das auch anders geregelt? Gerade in den Programs ist meistens ein Hallanteil mit drin. Den brauche ich in der Combination und in der Band sowieso nicht so, wie er im Originalprogramm ist. Da muss es einfach nur fett und gut klingen, damit man das Keyboard kauft.
Das brauche ich auf der Bühne meistens nicht so. Und da nehme ich dann entweder hier einen harmloseren Hall oder wenn ich einen Sound habe, der bewusst den Hall wirklich als Effekt benötigt, dann packe ich den auch schon mal als Insert mit rein. So, jetzt haben wir gesehen, wie wir ganz einfach die Sounds hier importieren können aus dem Programm und wie das funktioniert. Also nochmal ganz wichtig, Entschuldigung, falscher Knopf, ganz wichtig, nicht all, sondern all used. Mit all überschreibt er einfach alles, was wir vorher schon aufgebaut haben. Mit all used kann ich mehrere Effektketten hintereinander aufbauen. Ich nehme jetzt mal einen Sound von mir, wo ein bisschen mehr drin ist. Okay, da ist auch nicht mehr drin. Nehmen wir mal den hier, der ist, glaube ich, vollgepackt. Genau. Hier sehen wir jetzt, ich gehe nochmal ins Routing 1, wie ich die Effekte verwendet habe. Also hier Timbre 1 und 2 benutzen hier Insert Effekt 1 beispielsweise. Timbre 3 benutzt Effekte 1 und 2. Das ist eigentlich ein relativ einfacher, aber so ein standardmäßiger Aufbau. Ich habe hier auch Sounds drin, die gar keinen Effekt benutzen. Und MFX, TFX habe ich hier beispielsweise auch gar nicht verwendet. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Über Kommentare freue ich mich und abonniert doch gerne meinen Kanal.